Ja, heute zum ersten Mal für Vince ab ins Lager, ja, da wo unsere ganzen Brotscheine, sage ich mal, gelagert werden. Genau. Und ja, was warst du schon mal in so einem Lager? Also ich war schon mal in Lagern, aber halt, das ist nochmal was ganz anderes, wenn es so das eigene Zeug ist natürlich. Ich bin gespannt, weil bis jetzt haben wir immer so ein paar so kleine Sachen halt gepackt, aber diese ganzen Tetra-Packs, was ja unser Hauptding ist und unser Besonderes, so habe ich gar nicht so gesehen, so auf Paletten und wie es eingepackt wird und so. Deshalb bin ich schon hyped. Let's go! Ja, Vince will uns das zeigen. Ja, denn natürlich fahren wir nicht völlig umsonst ins Lager, denn unsere Zeit ist auch wertvoll, sondern wir bringen ganz viele Pakete, die hoffentlich dann an euch gehen, ins Lager, wo die dann zusammen mit den anderen Sachen verpackt und verschickt werden. Hier haben wir das Tee-Probierset. Da gibt es auch so ein kleines Video auf Instagram, glaube ich, wo ihr sehen könnt, wie ich so eins von denen zusammenpacke. Die gehen jetzt auf ihre Reise. Und was ist da drin? Da ist drin unter anderem der Hibiskus-Tee. Also kleinere Packungen als jetzt die großen, die man kaufen kann, so damit man alles mal ausprobieren kann. Der Hibiskus-Tee, der Buchweizentee, der Früchtetee und noch die Apfelstücke, die auch einen sehr, sehr leckeren Apfeltee machen. Und dann noch so ein paar Kleinigkeiten wie natürlich lustige Sprüche, Postkarten und Sticker. Und natürlich mit Liebe verpackt. Und vielleicht hin und wieder ein Gutscheincode, man weiß ja nie. Was haben wir? Oh. Hat sich verzählt? Haben wir immer noch Snackboxen? Passt die Inventur nicht ganz. Oh, da haben wir uns verzählt. Wir Oder wir wollten ein bisschen Puffer? 6, 7. Schon ein paar. Ja, das sind die Bio-Boxen, Snackboxen 12, gewesen. 13 Stück. Naja. Eigentlich ausgelaufen, aber haben wir anscheinend noch ein paar. Und hier sind die Teesets drin. Ja, hier sind sie schon richtig beeindruckt tatsächlich. Vom Lager. Ja, hier ist alles, schon eine Menge. Alles, was Ocha gehört, ist hier. Es ist nicht viel. Ich habe hier nämlich 15 Boxen. 15 Boxen? Ja. Am besten wir machen hier so eine Schlange. Schick vor, Vorsicht. Wenn der einmal ins Rollen kommt, dann. Genau. Wie bei der Feuerwehr. Ja. Das wir können hier mal bei Ocha noch Logistikpraktikum anbieten für alle. Ja. Logistikpraktikum für Vince. Das ist korrekt. Das ist immer so geil. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Jetzt haben wir 14. Also wir wollten 15, ja. Zack. Vince packt an. 2. Ich kann das irgendwie. Guck mal, geht doch. Content Creator können das doch. Ja? So läuft das im Lager, jeden Tag. So Vince fragen. Hast du eine Weisheit für uns? Wann haben wir den ganzen Gang hier? Wenn mehr Leute mehr Ocha kaufen. Ja. Das ist ein Hochregallager. Ja. Da siehst du dann, also zum Beispiel, die sind meistens sehr schmal und da passiert nichts anderes, weil dann halt so ein Hochstapler, reinfährt und der kann quasi nichts kippen. Das heißt, automatisch dadurch wird es stabiler. Das heißt, da ist eigentlich auch kein Gang, wo einer so reinläuft. Ja, also das ist nicht zum Verpacken gemacht. Nee, nicht zum Verpacken, sondern auch nicht, dass da wie bei Amazon jetzt einer reinläuft. Ja. Das würdest du gar nicht machen, weil es gar nichts bringt. Siehst du alleine schon hier an der Stufe. Ja? Also du kannst quasi, hier könntest du gar nicht das Ding richtig selber abholen. Da steht ja auch Fußgängerverbot. Genau, und hier ist quasi schon die Rinne. Da steht's. Ja, hier ist schon die Rinne quasi, da damit das Ding direkt so rein und dann sich quasi selber noch abstößt, ne, weil es ein bisschen Spielraum braucht. Ja. Dann wird das aus dem Hochregallager geholt. Und da drüben zum Beispiel, das könntest du auch als Hochregallager machen, macht aber halt nicht so viel Sinn. Und dann bleiben die Dinge aber oben drin natürlich als Stabilisation drin. Und da gehst du dann maximal so rein, dass ein Stapler das noch so über Kopf hebt und dann war's das. Cool. Und das hier sind zum Beispiel die Chap-Paletten. Da wo auch unsere Displays draufstehen. Und eine Chap-Palette sind ja quasi vier davon wäre eine große Euro-Palette. Cool. Das lustige Fun-Fact, mathematisch, ja, man denkt immer, aha,
ist ein Viertel davon. Ja? Und dass die Seiten dann auch nur ein Viertel sind, aber es ist ja quadratisch. Das heißt, die Hälfte ist die Hälfte von der Europalette und die andere Hälfte eine andere Hälfte von der Europalette. Und das macht ein Viertel. Halb und halb. Mathe. Aber den Fehler habe ich auch schon selber öfter gemacht. So, und jetzt ziehen. Ziehen, wenn es zieht. So rum besser oder so rum? Das ist egal. Willst du wieder von deiner Brust oder deinen Hintern ziehen? Beides. Was willst du uns sehr zeigen, wertvoll für die Welt. Was willst du uns zeigen, Bill? Dafür arbeite ich. Ja. Und das machen wir jeden Tag. Ist es das wert? Ja. Für guten Tee? Ja. Für guten Tee machen menschlich wir das gerne. Gesehen manchmal. Können wir das aufmachen? Nee, wir müssen uns durch die Tür, oder? Und jetzt haben wir es geschafft, wir sind aus dem Lager zurück. Ja. Jetzt noch die ganzen Klamotten hoch. Genau, fragen wir noch die Hoodies. Warte, ich habe Schlüssel. So. Zack. Kommen Sie. Gleich geschafft, yay. Schmeiß hin. Juhu! Juhu! Oh, Mist! Juhu! Schmeiß weg.